So, was glauben Sie von dieser Technologie? Hat das ein bisschen Potenzial für den Markt in Deutschland? Ich denke schon, also ja. Da, wie gesagt, ich kann nicht für den LKW-Markt sprechen, ne, aber. Aber für Bussen, was glauben Sie? Ist ja, das auch ein Potenzial? Auf jeden Fall. Ja. Ich mache mal ein klein bisschen mehr Tempo. Ja. So interessanter. Kommt das in die Nähe von einer Retarder, so ja, mit einer Reisebus oder so? Also Retarder. Deko, kannst du mich hören? Haut schon teilweise noch mehr rein, ne? Aber. Ja. Aber die sind auch leichter. Ja. Das ist kein 42 Tonnen. Ja, ja, genau. Das. Und das Preisunterschied für eine Retarder, ja, muss man 4.000 Euro bezahlen oder so etwas. Ja. Ja. Und dieser kommt vielleicht in die Nähe von 900 Euro. Dann das ist natürlich dabei, ja. Das ist in der Branche immer ein ganz starkes Argument, weil in der Busbranche wird immer extrem aufgeachtet auf Geld, Einkaufspreise ja. Und ja.